Zurück zu meiner Madagaskar-Reiseguide-Serie. In diesem Video möchte ich die Top-Sehenswürdigkeiten auf Madagaskar ansprechen, Orte, die ihr unbedingt besuchen müsst und Aktivitäten, die auf jeden Fall Teil eures Madagaskar-Trips werden sollten. Für diejenigen von euch, die neu auf diesem Kanal dabei sind, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Nelly, seit circa einem Jahr digitale Nomadin und ständig auf der Suche nach neuen Reiseinspirationen und aufregenden Orten, die es zu entdecken gibt. Madagaskar hat mich selbst unglaublich fasziniert und deshalb möchte ich so viel von diesem Trip wie möglich mit euch hier auf diesem Kanal teilen. Ich entschuldige mich auch schon mal davor, dass meine Stimme etwas rau ist. Ich bin seit knapp einer Woche wieder in Deutschland und da hat mich die fette Erkältung gleich erwischt. So viel also zum wunderschönen Januarwetter hier in Deutschland. Bevor ihr euch aber in die Planung der Reiseroute stürzt, schaut euch auch unbedingt mein letztes Video zu den Reisevorbereitungen an, das ich hier oben in der Ecke linke. Was ihr auf Madagaskar auf jeden Fall machen solltet, ist eine Rundreise. Auf Madagaskar nur einen einzigen Ort zu besuchen, wäre so wie in München zu wohnen und noch nie zum Oktoberfest gewesen zu sein. Denn das Land ist unglaublich vielseitig, beherbergt 14 verschiedene Stämme und zahlreiche Tierarten, die es einzig und allein auf Madagaskar gibt. Madagaskar ist wirklich unglaublich groß und da die Infrastruktur in weiten Teilen leider zu wünschen übrig lässt, ist es natürlich unmöglich, das ganze Land zu bereisen. Meine Vorschläge für Top-Sehenswürdigkeiten und Orte passen theoretisch in eine 14-tägige Reiseroute, wenn auch zeitlich knapp bemessen. Bei A angefangen solltet ihr euch die koloniale Hauptstadt Antsirabe auf keinen Fall entgehen lassen. Der alte Bahnhof ist wohl der architektonisch beeindruckendste Zeuge aus Zeiten, in denen Franzosen Madagaskar besetzt hatten. Die Reisplantagen rund um Antsirabe sind auf jeden Fall ein Besuch und auch ein Foto wert. Die Baobab-Allee ist wohl eines der Postkartenmotive Madagaskars. Aus diesem Grund begegnet ihr hier wohl auch den meisten Mittouristen, vor allem um die Stunde des Sonnenuntergangs. Der Schönheit dieses Ortes können die vielen Besucher aber kaum etwas anhaben. Und die Baobab-Allee ist definitiv eine Pflichtsehenswürdigkeit. Nun zu den Nationalparks. Madagaskar entwickelte sich viele Jahrtausende lang unabhängig vom Rest der Welt und brachte so eine Artenvielfalt hervor, die sich in keinem anderen Ort auf diesem Planeten zeigt. Dementsprechend reicht es auch nicht aus, nur einen Nationalpark zu besuchen. Ich habe bereits ein separates Video zu drei dieser Parks gedreht, das ihr euch natürlich sehr gerne anschauen dürft. An dieser Stelle blende ich daher nur ein paar kurze Ausschnitte der verschiedenen Parks ein. Von der heißen Steppe-Hochebene in Madagaskar direkt in den Regenwald. Wir sind hier im Ranomafana Nationalpark und wollen heute auf die Suche nach den weltberühmten Lemuren gehen. Um die 3 Autostunden westlich vom Ranomafana Nationalpark sind wir nun mal am privat geführten Park Anja angekommen. Und ich hoffe, ihr habt noch nicht genug von Lemuren, denn dieser Park ist berühmt für die sogenannten Cutter-Lemuren. Das sind die mit dem Ringelschwanz. Der Isalo-Nationalpark ist 81.000 Hektar groß und es bietet sich wirklich an, hier eine Mehrtagestour zu machen. Eine Aktivität, die mir persönlich sehr, sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist, war unsere Kanufahrt auf dem Fluss in Mianrivaso. Madagaskar ist berühmt für seine paradiesischen Strände.
Und obwohl mich diese nicht annähernd so fasziniert haben wie die Landschaft im Landesinneren, können ein paar Tage Strandurlaub gut der wohlverdiente Endstopp eurer Madagaskar-Reise sein. Besonders empfehlen kann ich den abgeschiedenen Strand Celery Bay sowie den etwas bekannteren Touristenort Toulear und die Strände Neusibis im Norden. Natürlich gibt es in Madagaskar noch ganz, ganz viele andere tolle Orte, die sich auf jeden Fall zu erkunden lohnt, die aber vielleicht zum heutigen Zeitpunkt für Touristen noch nicht so ganz zugänglich sind. Wenn ihr einen lokalen Reiseveranstalter fragt, so wie Mora Travel, dann hat er bestimmt noch den ein oder anderen Geheimtipp für euch. Wenn ihr mehr zu den Orten erfahren wollt, die ich jetzt genannt habe, dann dürft ihr euch auch gerne meine Reisevlogs anschauen. Da habt ihr dann die Live-Erfahrungen aus Madagaskar. Jetzt würde ich mich natürlich über den ein oder anderen Like und natürlich eure Kommentare freuen, denn auf diesem Kanal geht es vor allem darum, eure Fragen zu beantworten und einen Austausch zu generieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt auch gerne auf den Subscribe-Button da unten in der Ecke. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Hamburg.